Mann, du bist jetzt mal ganz kurz ruhig. Nein, du bist mal kurz ruhig. Ich mach nichts mehr. Digga, Mark. Du bist zu dumm, Bro. Ja, pack mich so ab. Bro, es ist die Challenge. Verstehst du das nicht? Ich bin gerade abgefuckt. Also, die Jungs sind wirklich gebrochen. Halt's Maul, verpiss dich, Digga, wirklich. Hammer. Was denn? Egal. Ich lasse mir von diesen kleinen Puttern, ja? Hier nicht den Arm von mir. Ihr versteht das Format nicht. Ich hab jetzt meinen Spaß und fertig. Nach einem kleinen Puttern. Und die Antwort ist nein. Freunde, wir befinden uns jetzt gerade noch auf Ibiza, aber der Hausmeister der Playa hat Heimweh und Mallorca ist nur ein Katzensprung entfernt. Was habe ich mir überlegt? Wir machen heute einen Tagestipp nach Mallorca. Habt ihr Bock? Ja! Yeah! Wie viel Bock habt ihr auf Mallorca? Geht eigentlich. Ja, die Palmen und Zuckluft. Es gibt eine wichtige Sache, die habe ich euch tatsächlich verschwiegen. Ja, es gibt dieses Mal ein Team Arm und ein Team Reich. Und was das bedeutet, werdet ihr gleich sehen. Okay, Jungs, wir sind angekommen beim allerersten Hotel. Dieses Hotel ist einer der besten Hotels hier an der Playa. Und jetzt wird es sich gleich herauskristallisieren. Wer darf hier im Luxus schwelgen und wer muss in ein anderes Hotel? Und noch eine ganz wichtige Information. Diejenigen, die im Arm-Team sind, dürfen heute keinen einzigen Schluck Alkohol trinken. Also Zehner, wenn Ron im reichen Team ist. Ron, das war's für dich. Ron ist nüchtern. Ey, warte mal. Das ist nicht so geil. Nein, ist nicht so geil. Hey, Revi, google noch mal kurz. Warte, lass doch mal auf die zweite Etage kurz gehen. Check mal den Pool da vorne. Guck mal, da ist direkt der Pool. Wie krank. Was ist das für ein geiles Hotel? Die gute Nachricht vorweg für dich, Amar. Du hast ja tatsächlich das schärfe Chili-Wettessen mit Marc Gebauer gewonnen. Das heißt, du bist offiziell der Wildcard, der hier schon mal in dieses Zimmer oder in dieses Riesen-Apartment einziehen darf. Die Person, die der Head ist, ist eh immer im Gewinnerteam. Das kann doch nicht sein. Oh, scheiße, meine Folge. Jetzt muss ich in dieses zweistöckige, sehr, sehr geile Hotelzimmer, wo abends noch einbalsamiert wird. Der dümmste Dummkopf von allen bist du, Digga. Gerade wirklich, würdest du meine Schnauze halten an deiner Stelle? Ich bin im Gewinnerteam. Oh, ja. Nein, ey, Bro. Wir losen. Ey, ne, ganz ehrlich, wir losen, Digga. Wir losen, aber. Wir losen, ey, Digga. Ey. Auf losen. Ey, alles gut. Nein, Digga, wir losen. Wir losen, Digga. Nein. Jetzt wird nicht einbalsamiert. Das passt vorne und hinten nicht. Damit stehen fest, im schlechten Team ist Ron, Sascha und Reben. Nein. Ey, aber ganz kurz, jetzt freue ich mich sehr, mal euer Hotelzimmer zu sehen. Ihr müsst tatsächlich auch eure Wertgegenstände, Kreditkarten, Portemonnaie, alles abgeben. Das Einzige, was wir euch lassen würden, pro Person, natürlich 10 Euro. 10 Euro? Ich kann auch noch ein besonderes Highlight ankündigen. Es wird auch einen gemeinschaftlichen Auftritt geben. Was? Im Megapark, aber der wird sich auch leicht unterscheiden. Ich glaube, bei meinem Team ist Feier. Wir können Arsch verkaufen, Digga. Ja, da, bei den Jungs ist es vorbei. Ey, lass uns mal kurz ein Bierchen zischen, bitte. Oh, jetzt ein frisches, kühles Coroni. Oh. Roni Meloni. Mein Tag wird kommen. Ich werde euch drei... Sollte einer von euch die Regel brechen, ist er bei der nächsten Folge automatisch wieder im Arm-Team. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu eurem Hotel. Wir werden selbstverständlich geschuttelt mit dem Taxi. Ihr werdet selbstverständlich die 4 Kilometer zu Fuß gehen. Während ihr jetzt zum Hotel lauft, lege ich mich noch mal in den Massagesessel. Hey, hör auf damit! Hey, hallo! Oh, das war ein reiches Zimmer, das für mein Fett, das machen. Wow. Digga! Hey, Sebastian, du bist wirklich der letzte Knecht. Männer, viel Spaß bei eurem Walk! Immer geradeaus, so 4-5 Kilometer. Digga, wenn ich du wäre, wäre ich lieber in unserem Team, dass du ein bisschen was abnimmst, weil du bist ein bisschen fett geworden. Bro, wir gehen wirklich am längsten Strand der verfickten ganzen Welt in der knallen Sonne in das letzte Drecksloch. Ja, wir werden jetzt kurz das Hotelzimmer von den Jungs begutachten. Mark Eggers with Friends, wir sind keine Freunde mehr. Das ist heute.
And Friends, wir sind keine Freunde. Während die anderen eine knappe Stunde bei 30 Grad zu ihrem Hotel laufen müssen, gönnen wir uns erstmal ein schönes, eisgekühltes Bier. Wow, bin ich froh, jetzt nicht latschen zu müssen. Es fühlt sich unfassbar gut an, gerade an der Promenade entlang zu laufen und zu wissen, dass Ronison heute nüchtern bleibt. Ron, du darfst keinen trinken, er kommt mit einem Bier. Er kommt mit einem Bier, Digga. Mein erster Moment. Es geht nicht, es geht nicht. Der war bärenstrong. Also der war wirklich strong. Unsere Kameraleute haben Integrität und Ehre, wisst ihr, was ich meine? Aber Carsten ist wirklich der abgehobenste von allen. Wirklich? Oh. Real Talk? Ja. Ich hab einen Namen, ich bin Carsten, der Kamerajunge. Carsten, ja, wenn du so weitermachst, der bist du Carsten hinterm Arbeitsamt. Ja, den sollten wir aus dem Team rauswerfen. Ja, ich bin auch der, der generell die Teams gemacht hat. Wer war das? Leon, ne? Ja, der war ja, Leon mit Eggers. Ja, das ist halt Quatsch, ne? Natürlich holt sich Marc Eggers Latzo ins Team. Ja. Hauptsache, die dürfen nicht trinken. Richtig. Ich würde auch deine scheiß Niere verkaufen für Geld. Ist die noch in gutem Zustand? Meine Niere? Ja. Super. So, wohin wir hin, Digga? Ich seh nicht mal mehr den Strand, Digga. Hier ist nichts mehr, hier spricht keiner mehr Deutsch. Das ist nicht mehr der Ballermann. Wir sind vor wieder in Spanien. Ganz kurz, mein Bett. Entzündet den Tornado! Wo ist Männer? Bruder, da steht ein Stern. Ja. Na ja. Keiner. Besser als keiner. Wollen wir uns erstmal schön das Hotelzimmer angucken? Könnt ihr nicht einfach so in so eine krasse Absteige gehen, deswegen haben wir euch wirklich nochmal... Ja, ja, ja. Und das war ganz vorne dabei. Hallo. L-A-Z-A. Das ist die Toxicness. Mein allergeilster. Ich werde mir heute extrem mal reinstellen. Oh, kühl und erfrischend, leicht sprudelig, prickelnd geht es in meinen Magen hinunter und die Laune erfreut sich. Ey, Jungs, wir haben so geile Sachen für euch geplant. Das wird so cool für euch, ehrlich. Ihr werdet so eine gute Zeit hier haben auf Mallorca. Egal, dafür haben wir was anderes. Das Band der Freundschaft. Ey. Der packt mich so ab, der packt mich von Tag 1, seitdem wir hier sind, packt der mich ab. Ey, Sebastian, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, wie gut dieses Bier gerade schmeckt und wie gut ich mich gerade fühle, dass ich wirklich leicht angetrunken hier. Ich hoffe, dass du richtig Atomkater hast mit Durchfall, mit Blut und sowas. Hier lagen 3,50 gerade einfach so am Table, nehme ich mir, die lagen hier. Scheiße, ihr müsst jedes Mal 4 Etagen hochlaufen, Digga. Was ist das denn? Mega. Oh mein Gott, Digga. Alter, ihr habt diese Betten wollt ihr noch haben. Ist echt so. Junge mit Dachterrasse. Digga, was? Hey, das ist doch hier 10 von 10, Alter. Ey, die Betten, ich sehen ehrlich gemütlich aus. Ja. Sagst du, wie es ist? Ja. Und wenn eins nicht gut ist, könnt ihr aufs nächste gehen. Ey, wir würden jetzt einmal zu uns an die Bar gehen, weil das Jacuzzi-Wasser ist jetzt voll. Was geht in eurem Kopf gerade vor? Ich will dich töten. Ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich heute so, also so gespalten ist, ne? Dass die Jungs wirklich so abgefuckt sind. Ich hätte das nicht gedacht. Wir haben gerade eine Stunde gepennt, die anderen können mich so am Arsch essen. Wir gehen jetzt in dieses Restaurant dahin. Den Weg ersparen wir uns auf jeden Fall. Ich habe eben noch diese 3,50 im Restaurant gefunden. Wir hören uns wieder an. Hier. Wahrscheinlich wird Nico irgendwie ein Moe-Tornado machen, Digga. Also die Jungs sind wirklich gebrochen. Also das ist ja schon heftig. Vielleicht war es auch die letzte Folge der allergeilsten, einfach, wo wir uns jetzt geschritten haben. Und wenn die jetzt vielleicht noch erfahren, dass ihr Restaurant geschlossen hat und sie nichts essen dürfen und danach noch von allen ausgebuht werden, dann ist wirklich alles vorbei. Könnt ihr Schauspieler, wenn wir auf die treffen, so wie die vorher Tornado-Time und so gemacht haben, das auch sagen? Und dann sagen wir halt mäßig, dass wir schon Bier getrunken haben. True, Digga, wir verarschen die ein bisschen. Wir haben uns noch nicht so heftig aufgeregt, wie die sich aufregen werden in dem Moment. Dann gehen wir irgendwo richtig räudig was essen, kaufen Wasserflaschen, verkaufen die, Gewinn bringt weiter. Und dann werden wir vor dem Megapark nochmal richtig geil essen gehen. Das heißt, wir steigen aus, wir singen schon ein bisschen was. Wir haben geilste Laune, ey, wir haben Bier getrunken. Du siehst sehr durstig aus. Ich mach dir ein ganz geiles Angebot. Möchtest du ein Bier kaufen für 5 Euro? Alles klar, wir fangen an. Mein Lieber, wir sind gerade mit dem gefundenen Geld und dem Schnapp, den wir hier gemacht haben, bei 37 Euro. Die Jungs haben sich jetzt ein Taxi genommen und wollen, dass der Produktionsleiter das Ganze zahlt. Alles gut, Lemon und Bier. How much is it? 15? 15 Euro müsst ihr von eurem Budget bezahlen. Ausgegeben. Wofür? Das sagen wir nicht. Vorhin noch. Ja, dann ziehen wir es jetzt halt durch fürs Video. Dann gebe ich mir die Knechtung. Jetzt kommen diese Spasten hier an, Digga. Haben ihr ganzes Geld ausgegeben. Und jetzt wollen sie von uns, dass wir das verdammte Taxi bezahlen. Als allererstes möchte ich hier und jetzt vor diesem Restaurant-Etablissement eine Verkündigung machen. Du bist jetzt mal ganz kurz ruhig. Nein, du bist mal kurz ruhig. Du bist mal kurz ruhig. Als allererstes Mal will ich nämlich ganz kurz. Weder du zahlst gerade das Taxi.
noch zahlen das Taxi wir, sondern die Produktion zahlt das Taxi. Somit müssen wir kein Geld ausgeben, mein Lieber. Ja, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ja, ich kann nicht laufen, was soll ich machen? Das ist nicht mein Problem, es ist halt die Challenge. Wollen wir die alle zusammen was essen gehen? Wir können jetzt gerne was essen gehen. Wir haben einen geilen Laden aus Havana, ein sehr gutes Restaurant hier auf Mallorca. Ich habe wirklich alles über Wochen geplant und vorbereitet. Und jetzt kommen die Jungs hier an und erzählen mir einfach, dass sich niemand an die Regeln hält. So macht das Format doch gar keinen Sinn, oder? Ach so, ja gut, wir haben eh schon getrunken, dann passt das. Ja, Digga, das ist super witzig, dann lass uns jetzt das Format abbrechen. Oh, 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 oh. Nein, aber wir wollen Partypalmen und Suff-Suff. Mag Eggers stinkt nur nach Bier. Oh Mann, es läuft nicht so, wie es geplant hat. Okay, ey, dann trinkt. Ey, das ist doch in Ordnung. Ich scheiße doch. Ich meine es ja nur. Entweder wir trinken nicht und wir essen jetzt so, wie wir es machen oder nicht. Er sagt, hey, wir haben schon gegessen, wir trinken. Ja, okay, aber dann scheißen wir drauf. Aber wir durften doch schon vorher was essen gehen, oder nicht? Nein, wir haben doch gesagt, dass wir alle zusammen um 17 Uhr essen. Ach so. Ach so, wir haben die ganze Zeit gelogen, um dich zu nerven. Ach so. Wo ist das? Essen, Mark Eggers! Wo ist das Öschen, Mark Eggers? Nee, aber wie sauer du direkt wirst, weil hast du weil wir hier einen riesen Aufwand machen, Digga. Und wenn ihr sagt, ihr scheißt auf Sau, okay, aber dann können wir das jetzt anderweitig machen. Okay, mach doch mal langsam, Mark. Ey, ihr habt irgendwie schlechte Laune dafür, dass ihr... seid aus dem Gewinnerteam. So sehen doch keine Gewinner aus. Sie sehen Loser aus. Wir haben hier einen wunderbaren Tisch fürs Essen und haben einen perfekten Blick auf euch, während ihr in dem Restaurant da hinten, da dürft ihr gleich eure Speisen zu euch nehmen. Und wir sitzen hier. Oh, da ist jemand richtig formal. Mark ist raus. Wir wissen doch gar nichts über euch. Erzähl doch mal lieber von dir. Was habt ihr denn gemacht? Was war denn so los? Was war denn los? Wo kommt der Bär? Ich auch mal aus der Ecke gar nicht. Zeig mir doch mal die Obolik liegt in die Tempopackung. Ey, wie kann man so schlecht beim Format mitmachen? Wir müssen in diesem Restaurant essen. Okay, 1 Euro Naanbrot aus Indien geht immer runter. Sind wir immer noch mit 11 Euro im Saft. Dann gehen wir jetzt hin, kaufen 10 Dosen Bier, verkaufen die alle für einen Fünfer weiter und gehen dann richtig geil essen, okay? Und merkt euch eins, wir sind in deren Kopf drin. Ja, Sascha, ihr habt es in unsere Köpfe geschafft und den Spieß umgedreht. Aus arm wirst es reich, ist gute Laune wirst es schlechte Laune geworden. Wenn wir am Feind jetzt vorbeilaufen, richtig gute Laune, ja? Weil wir sind, wie Sascha schon sagt, in ihrem Gehirn. Wir wollen Partypalmen und so. Wodka, Lemon und Bier. Mark, ist es lachend? Vielleicht noch im Luxushotel? Ich hab's nicht gefunden. Ich war draußen, ich habe alles abgesucht. Oh ja, die sind sauer. Natürlich kannst du provozieren und die können kommen mit einer geilen Laune und sagen, hey, vielleicht haben wir Alkohol getrunken, aber du kannst sagen, ja, wir waren schon essen. Ja, wir gehen da jetzt nicht rüber. Ja, ist egal. Ja, dann bezahlen wir jetzt Bier und essen jetzt hier und so. Das macht ja dann keinen Sinn für Arm versus Reich. Wir wollten ja gerade, dass wir uns aufhören. Ja, lass uns nicht zu sehr davon triggern, wenn jetzt Ron mit einem Bier da wäre, der das trinkt, dann bin ich bei dir. Aber sie haben das Taxi bezahlt von ihrem Geld. Digga, lass dich doch nicht abfacken jetzt. Oh nein, die Tür ist zu. Dann gehen wir woanders essen. Okay, dann gehen wir vorne zum Supermarkt, Spar, kaufen Dosen. Ich glaube, die beiden schon, die da vorne kommen, haben Durst. Jungs, ganz kurz, habt ihr zufällig Durst auf ein kühles Bier? Ja. Habt ihr zufällig 10 Euro in Bar dabei? Ja. Wunderbar, dann komm mal kurz mit zum Supermarkt. Ich zeig dir mal einen kleinen Trick. Boah, das macht einmal 10 Euro. Jungs, super. Baguette habe ich gekauft. Für 1 Euro, Bro. Musst du mal sehen, wie günstig. Dann sind wir erstmal gesättigt. Wollen wir alles all in gehen, in Bier investieren? Zur Not, wir haben gegessen. Wir können nach Hause laufen. Marc, du bist viel zu doll in deiner Rage gerade. Nimm dich da raus und lass sie doch einfach gleich brechen. Die haben dich gebrochen. Mir geht es wegen dem Format schlecht, nicht privat als Mark Eggers, Digga. Ich steck da so viel Arbeit rein. Ich fahr hier hin, ich guck mir diese Restaurants an, diese Organisation von dem ganzen Kack, Digga. Deine Reaktion ist genau das, was die gerade wollen. Wir haben die vorhin so genervt. Aber lass uns bitte jetzt nicht brechen, Digga. Schön mit ihrem Espresso Martini, aber trotzdem abgefuckt. Lass uns jetzt bitte, bitte Essen bestellen und einfach ein bisschen was trinken und Spaß haben. Weil ich lasse mir von diesen kleinen Bustern, hier nicht den Arm vermiesen. Die wollten das, dass es so jetzt ist, dass wir jetzt hier sitzen und uns aufregen. Glaub mir, die wollten das genau so. Das Bier kostet wegen der Inflation leider 5 Euro. Seid ihr willentlich, das zu kaufen? Ja, natürlich. Ja. Wunderbar. Ihr helft damit Brüdern in einer schwierigen Situation. Überlegt euch jetzt Folgendes. Würdet ihr gerade lieber da sitzen, essen mit einem Espresso Martini? Oder mit ihr den seid Leuten schon. In der Playa eine gute Zeit haben. Ja, bleib leider. Wo ist das echte Leben? Wo ist das echte Leben? Und rein damit! Wir sind schon 10 Euro im Plus, obwohl wir Taxi gefahren sind und gegessen haben. Zwanni! Ey, wir haben einen Zwanni. Ich hab einen Zwanni. Let's go. Ein Zehner für zwei Bier? Zehner für zwei Bier. Ja. Wunderbar, Jungs. Weg damit. Oh mein Gott, ihr versteht die nicht. Die allergeilsten seid ihr, die allerbesten. Ich kann es nicht glauben, wir haben uns brechen lassen von Team Arm, Alter. Die Stimmung ist gerade richtig kacke hier. Wissen Sie, wir kaufen das bei Ihnen für sehr viel weniger eine Verkaufszeit vor Ihrer Tür. Fünfer so teuer weiter. Liebe Grüße. Thank you. Fünfer bitte pro Person. Da klingelt die Kasse. Stark. Nummer eins, Nummer zwei. Ich bin gerade abgefuckt. Mein Lieber, Dankeschön. Wunderbar. Dankeschön. Geil. So eine Scheiße, Alter. Und die haben wahrscheinlich gerade
hatte eine geile Zeit. Jemand ein Bier für 10 Euro abkaufen. Wir sind ausverkauft! Die Jungs haben das unfassbar gut eingefädelt, uns hier so runterzukriegen. 187,70 Euro. Mit 30 wurden wir losgeschickt von den Jungs und wir haben die beste Laune. Wir sind direkt hier neben Megapark Playa vor uns. Das sind die größten Idioten, dass wir uns davon anstecken lassen, Digga. Heißt Sascha, unsympathisch TV, Digga. Und jetzt haben wir Folgendes überlegt. Wir haben uns gerade 3 Bier bestellt und würden die gerne für 20 Euro vor euch trinken. Als Show, echt. Können wir machen? Wir retten uns den Arsch. Dankeschön. Ja, mein Team kannst du vergessen. Guck dir die beiden Typen an. Entzündet den Tornado. Ach, das ist alles egal. Alles egal. Hier ist nichts mehr. Jungs, das haben wir uns verdient. Ey, cheers auf die Reichen. Amma. Was denn? Was denn? Egal. Haben wir uns so gegönnt, ne? Okay, machen wir 110, oder? Und verbleiben uns immer noch weitere 100 Euro. Wir sind jetzt ins Hotelzimmer angekommen. Wir haben so gute 15 Minuten Zeit und direkt wieder losfahren mit dem Taxi Richtung Megapark. Da ist der Auftritt gleich. Die Jungs hoffentlich werden damit richtig abgefuckt sein. Aber wir müssen jetzt uns alle einmal zurückholen, weil das ist krank. Ich bin ja wirklich gerade zwischen beiden Teams und Das ist wahnsinnig unterhaltsam, weil Marc und alle, die haben sich noch 40, 50, eine Stunde lang haben die sich noch unterhalten, diskutiert. Wahnsinn. Unsere einzige Waffe, das ist die Waffe hier oben. Ja, wir haben nichts falsch gemacht, wir haben uns an alle Regeln gehalten. Jetzt machen wir erstmal bei den richtig mies gelauten, denk dran, ne? Wir sind scheiße gelaut. Lass absagen. Lass absagen. Warum? Ja, was soll los sein? Digga, die zwei teilen sich eine Bratwurst, wir teilen uns zu dritt eine Pommes. Ihr wart doch übel gut drauf, Digga. Chill doch mal. Ihr wart doch richtig gut drauf. Halt's Maul, bitte, Amma, Bro. Wir sind hier wieder durch die fucking Sonne gelaufen, haben nicht mal Geld für Sonnencreme, gar nichts, Digga. Hey, wir gehen heim. Ihr könnt's ohne uns machen. Wie lange geht diese Bühne? Ich kann mich nicht nüchtern auf diese Bühne stellen. Ich kann auch nicht sehen, wie ihr noch ein bisschen rausbringt. Oh, ihr habt uns Glückwunsch, Glückwunsch. Super. Verpiss dich, Digga, wirklich. Ja, wenn du mal siehst, was ihr angerichtet habt, Digga, bei uns. Och, haben wir euren Tag kaputt gemacht? Haben wir euren schönen Tag kaputt gemacht? Oh, er will sich ein Bierchen bestellen. Er will sich ein Bierchen bestellen. Du darfst nicht trinken. Ich darf nicht trinken. Du kannst mir ein Blatt, kannst du mir, du ein Bier. Ein Bier. Ein Bier. Challenge. Guck dir mal seine scheiß Arme an, Digga, wie der Sonnenbrand hier hat, du. Ich hab, und ich sehe gleich aus wie heute Morgen. Nicht mal Geld für Sonnencreme, verstehst du das? Wir haben uns überlegt, war ein scheiß Tag. Wir haben euch eine Kleinigkeit vorbereitet für jeden von euch. Ich bleib heute nüchtern. Ey, ich habe eine Frage. Ein Bier für die gesamte Runde, gleich für den Auftritt? Eins. Nein. Digga, lass uns doch mal wenigstens einen Scheiß. Bro, es ist die Challenge, verstehst du das nicht? Verstehst du das nicht? Digga, es soll ja auch ein geiles Video werden. Bro, das Video wird geil, dadurch, dass ihr nichts trinkt. Verstehst du das nicht? Ihr versteht das Format nicht. Ihr versteht das Format nicht. Versteht ihr? Fragen nach einem kleinen. Ja, und die Antwort ist nein. Die Antwort ist am Boden. Auf einmal sind beide Teams echt schlecht drauf. Es ist Streit ausgebrochen. Und jetzt sollen wir vor 5000 Leuten im Megapark performen. Ist das scheiße? Ist das nüchtern scheiße, Digga? Wir haben euch noch nicht eure Aufgabe gesagt. Okay. Also die drei Jungs werden mit uns auf der Bühne ein Tourney trinken. Okay. Und ihr werdet den Jungs mal zeigen, wie schnell die an Wasser trinken können. Lass mich raten, ihr trinkt das Bier zuerst und alle feiern. Und dann wird das Wasser getrunken und alle so... Ja! Und ich möchte, dass ihr mal Lärm macht für Insko, Nico und Amar. Nicht mehr vorgekommen, aber ich denke, wir sollten mit euch mal zusammen ein Tornado zünden. Habt ihr da Bock drauf? Tornado! Tornado! Let's go, Digga! Die weiteren drei kommen jetzt auch auf die Bühne. Aber die haben sich vorgenommen, heute nichts zu trinken.
wir vom kompletten Megapark ausgebucht worden sind. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Aber ihr habt ja gedacht, wir haben uns den ganzen Tag hier wirklich richtig abgefuckt, lagen am Strand, wurden mit Sand beworfen und sowas. Ich möchte kurz auf den Zahltag ansprechen, denn wir haben mit ein bisschen Bier und ein bisschen Köpfchen und einer Menge Verkaufstalent 210 Euro verdient, waren eben noch richtig schön beim Edelitaliener für 110 Euro pro Person essen und es war einfach eine wunderschöne Zeit. Ihr habt euch hier das Geld verdient. Unterm Strich seid ihr ekelhafte Bastarde. Guckt euch an, wie er da sitzt. Ja. Ich habe Marc Eggers noch nie so mad gesehen. Wirklich. Und ich habe ihm gesagt, es ist genau das, was sie erreichen wollen. Genau das haben wir. Und genau das haben diese Idioten erreicht. Egal, scheiß drauf. Wir sind die Allergeilsten. Allergeilsten.